Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Schwarz Soul Link 3.0, immer noch mit mir. Yeah. Alle kennen mich mittlerweile. Normalerweise sagst du mal Servus, ich bin enttäuscht von dir. Servus! Also, so, dritter Versuch, unsere Starter sind hoffentlich diesmal richtig gut. Also ich bin ja bereit, und du? Ja, ich bin auch bereit. Starter 1 ist gut. Was ist bei dir? Was ist bei dir? Ein Phineon. Ja, okay, will ich nicht nehmen. Ein Psyana. Psyana ist geil. Links ist es ein Plaudergeil. Ein Branawarz. Branawarz ist schon Mute, ne? Und rechts ist es... Was? Admurai. Ohne Witz, was hast du eben gerade vor der Aufnahme gesagt, was ich bekommen soll? Ein Trikefalo. Und was habe ich? Ein Trikefalo? Ja. Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Also Admurai oder Psyana? Eigentlich ist Psyana stärker, ne? Aber kann Psyana irgendwas Gutes auf Level 1? Das schaue ich jetzt kurz nach. Nein, nicht nachgucken. Warum nicht? Weil deine Spannung bleibt. Also ich weiß, Admurai kann auf Level 1 viel ändern, weil das ist eine Zuchtattacke. Das ist eine Attacke, die es erst relativ spät normalerweise lernt oder halt per Level 1, per Herzschub oder so. Psyana wird höchstwahrscheinlich Konfusion oder so können. Ich hab nachgeguckt, ich sag jetzt besser nichts. Also wenn du schon so kommst, kann es wahrscheinlich nichts Gutes. Tackle, Rutenschlag und rechte Hand steht da. Konfusion ist Level 15. 15? Ja. Yeah. Hallo Admurai. Ist zwar eigentlich der Starter von... Also ist eigentlich der Wasser, normale Wasserstarter, aber ist egal. Vor allem mit Tackle kriegt das Admurai ja nie tot, wenn es viel ändern kann. Oh, ich krieg Kopfweh jetzt dann langsam. Pepe gegen Bell. Trainer Bell schickt Psyana in den Kampf. So, Admurai, was hast du jetzt für Attacken? Was hast du so für Attacken? Triplette, Energiefokus, Biss und Drachenwut. Nice, ich kann Tackle und Aquaknarre. Jetzt kann doch viel Ender lernen. Wieso kann das nicht viel Ender? Egal, Aquaknarre, let's go. Also ich sollte keine Probleme haben. Weißt du was? Ja? Sei leise. Deine Drachenwut. Es bringt dir ja nichts, wenn du nichts Gutes bekommst. Alter, Psyana, das war ein Crit, hör auf damit. Ich will ja nichts sagen, aber... Naja, du kannst alles one-hitten. Nach der ersten Arena hört es zwar auf damit, aber dann ist es alles ein Two-Hit. Ein safer Two-Hit. Du bist wahrscheinlich... Kefalo ist halt ein One-Hit-Wonder. Also Admurai hat jetzt fast Level 9 erreicht durch das erste Pokémon. Alles klar. Es ist schon fast auf Level Cap. Sehr gut. Alter. Du wolltest doch Witze erzählen, damit ich gute Laune bekomme. Jetzt hau raus. Ich hab die Seite geschlossen. Das Niveau ist eh schon im Keller, also. Ich meine, Leute, wir nehmen das jetzt am Stück auf. Wir hatten immer so kurz 5 Minuten Pause dazwischen, aber der erste Versuch ist jetzt 2 Stunden her. Der zweite Versuch ist so eine knappe Stunde her. Ja. Und jetzt sind wir mit dem dritten Versuch, Leute. Spaß und so. Schapaz. Ja, ich glaube, im vierten Versuch wird es nicht geben, Digi. Das.
ein viertes Mal tue ich mir das nicht nochmal an. Wenn, dann tue ich es mir nochmal an, aber dann alles in Speed und mit einer anderen Musik, weil ich kann diese Musik nicht mehr hören. Immer wieder dieselbe scheiße Musik. Yay, Admiral ist Level 9. Admiral ist Level 10. Ja, Level 10 erreicht mit zwei Pokémon. Why not? Ich bin Level 7. Echt? Jupp. Greift dein wildes Pokémon ja nicht an mit Drachenwut, ne? Doch. Weißt du, was aber gut ist? Ich habe genau 40 KP, ich überlebe also keine Drachenwut. Ich habe nicht mal die Hidden Ability. Schade. Auch wenn ich gar nicht wüsste, was die Hidden Ability ist von Admurai. Garantiert irgendwas Schlechtes. Ja, denke ich. Wo bist denn du schon? Ich gehe jetzt zur Professorin. Ich laber noch mit meiner Mom. Dann guck ich ganz kurz, was für ein Wesen ich habe. Ich bin scheu. Die Hidden Ability ist Panzerhaut. Das wäre geil, keine Crits. Ja, auch, ja. Aber nein, Sturzbach. Ich hab ein freches Wesen, also Spezialverteidigung runter, Angriff hoch. So ein frecher Boy. Hallo Bell. Aber was habe ich vor der Aufnahme gesagt? Wenn ich ein gutes Starter-Pokémon bekomme, läuft es nicht. Du, das Trickgefall ist so scheiße, ey. Ich würde es gleich freilassen. Ja, voll des Drecks. Er ist so. Das ist frei, du bringst. Das bringt ihn. Ihr stirbt doch eh gleich. Also, was willst du? Es überlebt nicht mal ein Platscher von dem Carpador. Hallo, Charon, halt die Klappe. Wie soll mein männliches Admurai denn heißen? Ich habe gerade irgendwie mein Mikrofon gemutet. Dreihorn. Wegen unserem dritten Versuch, ja? Drei als Zahl oder ausgeschrieben? Ausgeschrieben, Dreihorn. Und du kannst gleich kurz einen Cut setzen. Wieso? Ich muss nochmal neu anfangen, weil ich aus Versehen keinen Spitznamen gegeben habe, weil ich es weggedrückt habe. Okay, wenn der Dialog vorbei ist, mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Zedos seinen Starter einen neuen Namen. Ja, ja, Professor Esche, reg dich nicht auf. Ja, ja, passt schon. Ja, halt die Klappe. Ja, 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 ja. Hau ab, komm, geh. Ah, ja, der Pokédex. Speed ist aber hoch, ne? Ja, hab ich. Also, wie gesagt, Leute. Ja, ja, halt die Fresse, Bell. Ja, Charon, du auch. Kurzer Cut und dann sehen wir uns hier gleich wieder, wenn Zedos auch hier ist. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Jetzt hat sein Trickefalo auch den wunderschönen Namen Dreikopf. Und ich habe das Dreihorn. Passt perfekt. Und, ja, hoffentlich gewinnen wir dieses Mal. Ich bin glücklich, ich freue mich. Hier, bitteschön, Charon. Ja, juckt mich nicht. Mama, die brauchen keine Karte, die können eh nicht lesen. Wenn die lesen könnten, dann würden die nicht so viel labern. Halt die Fresse, Mama. Charon, du auch. Man merkt, deine Laune ist irgendwie gut, aber auch schlecht. Durch die zwei Tries. Ja, ja, nennen wir es Tries, sind wir nett. Beleidigen wir sie mal nicht, so wie ich sie nach der letzten Aufnahme genannt habe. Ey, du liebst doch diese Generation. Ja, genau. Wichtig ist jetzt eigentlich nur, dass wir direkt was Gutes bekommen. Oh, ich hoffe, ich krieg was Gutes. Kann ich nicht auch einen Trickgefalo finden? Obwohl, nein, es wird über einen Abmoderheim. Kann ich irgendwas anderes, was dran muss, kann?
was Drachenmut in einem Level danach lernt oder so. Das wäre voll Knorke. Wie wär's mit Nagelotz? Ja, Nagelotz. Bei mir fliegt jetzt der Ball. Bei dir fliegt jetzt der Ball, also eben gerade? Nein, bei mir ist jetzt gefangen. Okay, bei mir fliegt. Fliegt. Jetzt der Ball. Ja, ja, Professor Ashes, alles gut. Wir haben es verstanden. Wir haben sie auch lieb. Wir mögen sie. Wir haben sie jetzt so oft gehört, so oft gesehen. Wir lieben sie einfach. Wir kennen das schon auswendig, was sie uns sagen wollen. Ja, wir können hier nicht gehen. Hey, komm, ich habe eine coole Idee. Lass uns auf Pokémon fangen. Wer am Ende die meisten Pokémon hat, gewinnt. Und Sharon hat keinen Bock drauf. Aber er macht trotzdem mit, weil es eigentlich eine ganz dumme Idee findet. Weil wir füllen ja den Pokédex dadurch und sie haben Spaß an der Reise. Auch wenn ich den Spaß nicht dran finde, aber sie gehen endlich und halten die Fresse. Danke, ich fange mir ein Pokémon. Das war die Kurzfassung. Wir müssen das Spiel umprogrammieren, falls es jetzt nicht funktioniert. Denn einfach so, dass gar keine Dialoge sind, man einfach so rausgeht, so straight. Da liegen direkt Bälle, hat die Professorin direkt hingelegt und so. Was ist? Ein Flunschlick! War das jetzt ein Freund oder was war das? Das war ein Ultra-Freund. Ich hab einen Vylord. Du hast einen fetten Ball. Ja. Und ich hab eine Flunder. Hey, geil, ich hab bis jetzt nur Wasser-Pokémon. Und ein Boden-Elektro-Pokémon. Ja, ich sag nichts. Noch hast du's nicht, ja? Doch, ich hab's. Was soll ich mit dem Wildort, Alter? Überleben lassen, damit ich einen Flunschlick habe? Ich hab's. Nenn das dein Wildort einfach Wahl. Männliches Flunschlick. Es ist so ein Bodenputzerfisch. Elektroboden. Das ist jetzt dieses platte Ding, ne? Genau. Wischmob passt da nicht hin, oder? Schreibt man Wisch mit IE? Wisch. Mob. Einfach, ja. Warte, ich schreib's ja. Ich, zu meiner Verteidigung, ich habe eine Leserechtschreibschwäche und ich bin Legastheniker. Ich bin nicht gut, was Deutsch angeht. Wisch. Ich nenne es aber anders als das normale Wahl, sondern. Whale. Ich schreibe W-A-H-L, ja? Dann ist es die Wahl. You're creative. Weißt du? Fuck. Dann ist das sogar ein Wortspiel. You're creative as fuck. Ich weiß. Nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Es gibt hier Sneeble. Du hast jetzt einen Wylord. Ich will Sneeble. Du hast aber jetzt einen Wylord. Ja. Ja. Aber Sneeble, Mann. Aber du hast einen Wylord. Ja. Ich hatte keine Wahl. Verstehst du? Ich hatte keine Wahl. Doch, eigentlich hast du eine Wahl. Ja, eigentlich okay. Hast du die Wahl, ja. Nur so als Information. Es ist kein Platscher. Wylord. Wie soll das aussehen, wenn das Platscher macht? Das Erdbeben. Ja. Und es kann Aquaknarre, Walzer und Heuler. Ja. Angriff hoch, Verteidigung runter. Ist doch fast schon sowas wie gut. Mein neues Trikefalo. Trikefalo, was ich bekommen habe, hat. Jetzt natürlich auch ein anderes Wesen und das gefällt mir besser. Glaube ich. Du hast es nur wegen dem Wesen getan, ich weiß. Ja, genau. Es ist hitzig. Hitzig ist
Spezialverteidigung runter. Und Spezialangriff hoch. Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob was Trikepardo so lernt. Der Dreikopf. Viel ob Spezielles, aber auch ist. Physisches. Ja, also macht es keinen Unterschied eigentlich. Nee, aber der physische Angriff ist, glaube ich, niedriger als der spezielle. Okay, dann ist es gut. Ah, es macht so Spaß. Ja, voll lecker, ne? Warum muss das richtig ätzend sein, das zuzugucken, so die ganze Zeit, was man die ganze Zeit schon sieht? Man sieht es wird besser. Man sieht immer dasselbe, nur andere Pokémon. Leute, ich verspreche euch, es wird besser, ja? Hey, wir sehen bald Neues. Wir sind in jedem Try weitergekommen als in davor, ne? Also. Vielleicht rocken wir den Kindergarten noch. Vor, es geht immer so weiter. Kurz vor der Pokémon-Liga, von Neuanfang. Glaub mir, spätestens wenn wir beim zweiten Orden sind, höre ich auf. Wenn wir vorm zweiten Orden sind und dann verlieren, dann höre ich auf. Dann ist mir die komplette Lust vergangen, ich sag's dir. Dann kann mich nichts mehr dazu motivieren. Die Musik. Glaub mir, die Musik, die Alter. Ich füge dann irgendein Death Metal oder irgend so ein, keine Ahnung, irgendwas anderes ein, nur damit ich diese scheiß Musik nicht mehr hören muss. Einfach so die ganze Zeit Musik, dass du nichts mehr hörst. Einfach so. Man hört uns auch nicht mehr, einfach komplett so. Nur Musik. Übersteuerte Musik, Alter. Ja. Aber so richtig ist so Emo-Mucke, Alter, so kurz vorm Tod und so, einfach. Ha! So richtig. Ja. Ich glaube, das wird ein erfolgreichstes Video dann. Ja, Bist du im Pokémon Center? Ja. Gut, denn wir werden jetzt den Part nämlich beenden und dann trainiere ich erstmal. Du hast ja keine Wahl. Ihr habt auch keine Wahl, denn wir beenden den Part jetzt. Tschüssi. Tschüss.